herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Podcast Hoch vom Sofa. Dem Podcast, der dich dazu inspirieren möchte, mehr auf dich und deine Gesundheit zu achten und mehr Sport in deinen Alltag zu integrieren. Und heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast bei mir. Wir haben uns ein tolles Thema ausgesucht. Es geht nämlich um das Thema, wie du mit dem Laufen anfangen kannst. Ich denke, das passt ja ganz gut, wenn jetzt die Temperaturen auch in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer du dich befindest, besser werden und du vielleicht Lust auf die ein oder andere Runde im Freien hast. Und ja, ich begrüße ganz, ganz herzlich Thorsten Pretsch. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Mal jetzt, wo es halt draußen so langsam schön wird, ist es ja wunderbar. Genau, perfektes Thema für uns. Mhm. Ich stelle dich erstmal ganz kurz vor, falls jemand dich tatsächlich noch nicht kennt, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Oh, ich glaube schon. Du sagst ja von dir selbst, dass du 2008 von der Couch aufgestiegen bist, um ein sportlicheres Leben zu führen. Also du hast begonnen mit einer ganz kurzen Laufrunde von 10, 15 Minuten und dann einige Jahre gebraucht, um an dein Ziel zu kommen. Mittlerweile läufst du ja Marathons, bist super sportlich, hast sogar einen Ironman schon absolviert und das alles, ja, so nebenbei. Du arbeitest ziemlich viel, bist Führungskraft und hast noch einen tollen Blog. Das ist richtig, ja. Also ich bin tatsächlich 2008 so richtig von der Couch, also vom Couch-Potato zum Sportler geworden. Natürlich nicht von 0 auf 100, das war ein langer Prozess und ja, führe heute eigentlich ein ganz anderes Leben als so damals, obwohl ich eigentlich noch beruflich das Gleiche mache, ja. Das glaube ich, dass sich alles verändert hat. Mhm. Du hast einen tollen Blog mittlerweile, den Ausdauer-Blog, okay. Da sprechen wir später auch noch ein bisschen drüber. Lass uns vielleicht erstmal starten mit dir selbst. 2008, wenn du da vielleicht noch mal kurz gedanklich zurückgehen kannst. Wie hast du dich als unsportlicherer Thorsten gefühlt? Also wie ging es dir damals? Was warst du damals für ein Mensch? Na, bei mir war das Glas immer so halb leer. Das ist eigentlich so der Moment, der mich auch so zum Umdenken gebracht hat. Also ich war als Kind sportlich, ich habe als Jugendlicher gerne Sport gemacht. Ich war jetzt nie der Supersportler, aber habe immer irgendwas gemacht und bin dann nach Ende des Studiums als Ingenieur in den Beruf eingestiegen, hatte einen ziemlich anspruchsvollen Job und es war halt auch was ganz Neues. Bin dann nach München umgezogen und es wurde immer weniger und weniger und weniger Sport in meinem Leben. Ja, und irgendwann wurde es fast gar keins mehr. Und dann habe ich einen Jobwechsel gehabt, bin in eine neue Firma gegangen und habe dort dann wirklich richtig, richtig viel gearbeitet, war auch viel unterwegs und dann war wirklich gar nichts mehr. Und ich habe mich halt wirklich immer unzufriedener gefühlt. Also das ist eigentlich so der Punkt. Also ich habe mich mit mir selbst mich unzufriedener gefühlt. Ich hatte jetzt keine großartigen Gewichtsprobleme, aber man hat schon gemerkt, es wurde stetig Stück für Stück mehr. Ja, und irgendwie so richtig unwohl in der Haut. Und ja, da musste dann irgendwann mal was geändert werden. Und das habe ich dann 2008 gemacht. Mhm. Und was wolltest du verändern? Kannst du dich da noch dran erinnern? Na, es war eine ziemlich spannende Geschichte, weil ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, mit dem ich auch jeden Abend auf dieser Inbetriebnahme, wo ich unterwegs war, in einem griechischen Restaurant gesessen habe, mit allem, was dazugehört. Und der hatte halt auch schon, also der hatte damals mit Sicherheit 20, 30 Kilo Übergewicht und wir plaudern so und dann erzählt er mir irgendwann, dass er in den 90ern ein ziemlich guter Triathlet war und also auch Ironman gemacht hat und in Österreich ziemlich gut war und ich habe mir den dann so angeschaut und dachte so, nee, das glaube ich dir nicht. Und dann sind wir halt so ins Plaudern gekommen und er hat gesagt, naja, der Job, die Familie, Kinder und so weiter haben halt dafür gesorgt, dass er immer weniger gemacht hat und er will jetzt wieder aktiv werden. Und dann habe ich so, na, das ist doch die Gelegenheit. Und dann sind wir halt zusammen ab und zu mal gelaufen gewesen. Und ich habe halt wirklich so dort gestartet, als ich zu Hause war und den ersten Versuch zum Laufen gestartet habe, dann war es wirklich so, nach 10 Minuten war ich wieder zu Hause, wie du schon erwähnt hast. Also ich hatte einfach nicht mehr Kondition. Und das war ziemlich ernüchternd, muss ich sagen, weil man merkt es selbst gar nicht so. Man rutscht da halt so langsam rein und man denkt so, ich meine, ich war Anfang 30, sage ich jetzt mal, in der Blüte meines Lebens, gesundheitlich fit, also gesundheitlich, aber nicht fit, gesundheitlich okay. Und man merkt nicht, wie man immer unfitter wird und das merkt man dann erst, wenn man dann wirklich mal laufen geht.
Und da war es dann wirklich, also das war wirklich so eine Ernüchterung, wo ich gesagt habe, naja, dann musst du halt was tun. Und ich habe mir dann ziemlich schnell ein Ziel gesetzt und das war eben dieser Triathlon, der mich schon die ganze Zeit angefixt hatte. Und ich hatte das schon irgendwie schon immer in meinem Kopf und habe mich dann für einen kleinen Volkstriathlon in München angemeldet. Der war 5 Monate später ungefähr, also genügend Zeit, um da einigermaßen fit am Start zu stehen. Und wie hast du dann trainiert oder wie empfiehlst du, dass man trainiert? Starte ich einfach, ziehe meine Laufschuhe an, gehe dann raus und leg los? Oder was ist so deine Empfehlung dafür? Also ich habe es damals falsch gemacht, so wie ich es gemacht habe, das empfehle ich nicht mehr. Man lernt halt dazu. Also ich bin wirklich rausgegangen, habe meine Laufschuhe angezogen, bin losgelaufen und dachte so, na, das laufen kann jeder. War halt nicht so. Was ich empfehle, ist für jemand, der Laufanfänger ist und wirklich von der Couch starten möchte, beginnt mit Laufen und Gehen im Wechsel. Also das ist so meine absolute Message, das vermittle ich auch überall. Beginnt immer am besten, also je nachdem, wie fit ihr seid, aber so Standard 2 Minuten Laufen, 2 Minuten Gehen im Wechsel. Das so für 20 bis 30 Minuten. Das ist so ein guter Start, um so langsam reinzukommen und um auch zu testen, wie schnell man eigentlich oder wie fit man ist. Weil es ist ja natürlich jeder ein bisschen unterschiedlich. Aber diese 2 Minuten Gehen, 2 Minuten Laufen im Wechsel ist eigentlich ein guter Start. Und dann langsam wahrscheinlich steigern, oder? Genau, also was ich dann empfehle, ist dann so Stück für Stück, Woche für Woche die Laufeinheiten länger zu machen. Also länger in Form von dann halt 3 Minuten Laufen, 4 Minuten Laufen, 7 Minuten Laufen. Und die Gehpausen würde ich aber beibehalten, beziehungsweise dann vielleicht irgendwann auf 1 Minute verringern und so sich Stück für Stück voranzutasten. Also das heißt, Laufabschnitte länger, Gehpausen ein bisschen kürzer, aber immer noch machen. Die kann ich nur empfehlen und dann halt immer weiter, immer so langsam vorankommen, bis man dann schon merkt. Also bei den meisten ist es so, dass nach 15, 20 Minuten Durchlaufen dann irgendwie so im Kopf auch so ein Schalter umgesetzt wird und 20 Minuten durchlaufen, 30 Minuten durchlaufen und mehr geht dann ziemlich schnell. Also das ist dann wirklich so, am Anfang ist es schwer und irgendwann geht es dann voran. Mhm. Ja, was denkst du, wie lange dauert das? Ist das von Person zu Person unterschiedlich oder gibt es da eine bestimmte Länge oder Anzahl von Wochen, bis wann man das geschafft haben sollte? Es ist natürlich, wie so vieles im Leben, alles sehr individuell, aber so eine Faustformel, also ich sage in 8 Wochen wirklich von der Couch, von diesen 2 Minuten Gehen, 2 Minuten Laufen zu 5 Kilometern ist etwas, was die meisten schaffen. Also das ist, ich habe Laufkurse, wo die Leute auch genau das von mir vermittelt bekommen und die meisten sind so nach 6, 7, 8 Wochen dann wirklich so weit, dass sie die 5 Kilometer schaffen. Und die wenigsten davon haben am Anfang auch nur annähernd dran geglaubt. Wie ist das denn vor allen Dingen bei Anfängern? Ich denke, gerade als Anfänger, wenn man jetzt noch nicht in der Routine ist, dann hat man ja immer wieder Ausreden, vor allen Dingen wegen dem Wetter. Weil Laufen ist ja in der Regel ein Sport, was man im Freien macht. Wie kann ich mich denn dazu motivieren, wenn jetzt draußen es vielleicht noch ein bisschen kalt ist oder auch, ja, vielleicht ein bisschen regnet, also jetzt kein super schlechtes Wetter ist. Ich denke, irgendwann gibt es ja auch mal Grenzen, wo man vielleicht nicht mehr rausgehen sollte. Ja, klar. Aber so dieses typische, so ein Schmuddelwetter. Also grundsätzlich gibt es wirklich fast kein Wetter, wo man nicht laufen kann. Okay, 50 Grad in der Wüste ist vielleicht nicht so ideal, aber jetzt hier in unseren mitteleuropäischen Breitengraden gibt es eigentlich so gut wie kein Wetter, wo man nicht laufen kann. Und was sich so ein Ziel zu setzen und zu sagen, ich möchte in 8 Wochen 5 Kilometer laufen und vielleicht auch, sei es online oder auch im Freundeskreis, Leute zu suchen, die mitmachen. Das muss gar nicht zusammen sein, sondern nur, wo man weiß, okay, die Person läuft auch mit. Vielleicht verabredet man sich auch über WhatsApp oder ja, Facebook-Gruppen sind halt auch solche Möglichkeiten, dass man halt ein Commitment hat mit den Leuten und dann ist es so, dass die Überwindung eher da ist, um dann auch wirklich rauszugehen. Denn tatsächlich ist es so, bei kühleren Temperaturen und im Winter laufen die meisten im Nachgang, also das denken sie am Anfang nicht, aber wenn sie das ein paar Wochen gemacht haben, viel lieber, als es zum Beispiel im Hochsommer der Fall ist.
Also gerade Laufanfänger jetzt, ich sage jetzt mal Ende Februar, Anfang März, so im Frühjahr, wenn es so langsam so um die 10 Grad ist, das ist eigentlich so das perfekte Laufwetter, wie es eigentlich besser gar nicht geht. Und ja, dann vielleicht noch vernünftige Klamotten. Ist natürlich auch immer so eine Sache, wobei die Tendenz bei vielen darin geht, dass sie sich zu warm anziehen, statt zu kühl. Also das ist eigentlich auch so eine Faustformel, die ich empfehle, immer so im Kopf zu haben, dass es draußen 10 Grad wärmer ist, als es tatsächlich ist und sich dementsprechend anzuziehen. Das ist eigentlich sowas, was ich empfehle, dass man durchaus vor die Tür tritt, noch leicht fröstelt. Beim Laufen wird es warm, ganz sicher sogar. Ja, ist ja wie bei den meisten Sportarten. Genau, das wäre bei jedem Sport so, genau. Ja, und vor allen Dingen für Schuhe, hast du da Empfehlungen, wenn ich jetzt sage, ich möchte anfangen mit dem Laufen und ich habe vielleicht noch nicht so das ideale Paar Schuhe oder ich habe nur ein paar alte Schuhe und ich möchte mir welche zulegen, hast du da irgendwie den einen oder anderen Tipp, auf was ich achten sollte? Naja, also ich empfehle ganz klar, also ich sag mal, bei den Klamotten ist es so, da kann man gerne auch sag ich mal, auf günstigere und auf Discounter zurückgreifen. Bei den Schuhen sollte man davon absehen. Klar, beim ersten Lauf, vielleicht auch beim zweiten Lauf, kann man vielleicht noch ein altes Paar nehmen. Aber spätestens dann, wenn man merkt, nee, man meint es ernst und man will das jetzt wirklich, dann unbedingt in den Fachhandel gehen. Auf keinen Fall die ersten Schuhe oder überhaupt Schuhe online kaufen, wenn man nicht weiß, was man da kauft. Geht in den Fachhandel. Lasst euch beraten. Es gibt also im guten Fachhandel ist immer eine Analyse dabei. In der Analyse wird eigentlich gezeigt, was ihr für Schuhe braucht. Das ist ganz klar. Und es ist total individuell. Also wenn ich immer mal wieder online lese oder auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen und Foren, welche Laufschuhe könnt ihr empfehlen? Man kann niemanden Laufschuhe empfehlen, weil man nicht weiß, wie der Fuß ist, wie die Person läuft. Das kann man nur vor Ort. Ja, also ich denke auch, ich habe öfter schon Laufschuhe gekauft, wo man auf dem Laufband dann erstmal gehen musste. Die haben die Füße angeschaut, am Anfang wurde auch ein Abdruck genommen. Genau. Da fühlt man sich dann gut beraten und dafür gibt man auch gerne ein bisschen mehr Geld aus. Klar, das ist dann, ich meine, der erste Schuh, die meisten sind, glaube ich, ein bisschen geschockt, wenn sie halt so die ersten, die Laufschuhpreise sehen. Tatsächlich ist es so, dass Einsteigerlaufschuhe, die vielleicht auch stärker gedämpft sind, im Preis noch höher sind als die dann irgendwelche Profis in Anführungszeichen laufen. Aber ja, das ist, also der Schuh ist das A und O beim Laufen. Ihr habt einfach mehr Spaß, wenn ihr euch da ordentliches Schuhwerk zulegt und das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das gehört einfach dazu. Ich meine, ansonsten ist Laufen ja ein super günstiger Sport und es kommen keine weiteren Kosten hinzu. Richtig, außer vielleicht für das Weißbier danach. Ja, okay, aber ja, das muss man vielleicht auch nicht unbedingt haben. Also ich gerne, natürlich, aber ja. Ja. Wie viel Zeit muss ich denn einplanen? Oder muss ist ja so ein Wort, was ich nicht mag. Ich fange nochmal an mit meiner Frage. Wie viel Zeit sollte ich denn einplanen, gerade als Anfänger, wenn ich wirklich mich in den ersten Wochen steigern möchte? Also so wie du gesagt hast, dass ich wirklich nach 2 Monaten 5 Kilometer laufen kann. Also genau, müssen ist ein schlechtes Wort. Das passt da in diesem Zusammenhang gar nicht. Benutzen leider aber viel zu viele. Die Frage ist eher dann, wie viel Zeit willst du einplanen? Also ich empfehle, 2-mal das Minimum in der Woche laufen zu gehen, besser 3-mal. Und man braucht jedes, also am Anfang, das wird halt dann Stück für Stück mehr, aber am Anfang 20, 30 Minuten, ich sag mal 40 Minuten ist irgendwann so die ideale Länge, die nach ein paar Wochen dann so einpendelt, zwischen 30 und 40 Minuten, ja, und das 2 bis 3 Mal die Woche. Also jetzt mal nur fürs Lauftraining. Gibt ja noch ergänzendes Training, was man drumherum machen sollte. Da bist ja auch du die Expertin dafür und das gehört dann schon auf jeden Fall dazu. Aber fürs Laufen selber 30 bis 40 Minuten, 2 bis 3 Mal die Woche, das ist für einen Einsteiger absolut ausreichend. Ja, es sind ja eigentlich kurze Trainingseinheiten. Dann. Genau. So 20 bis 40 Minuten kann ich eigentlich auch in einem Alltag, wenn ich jetzt viel beschäftigt bin, viel arbeite, so wie du, immer noch irgendwo reinschieben. Ja, ja. Jetzt sind bei mir die wenigsten Läufe in dem Range. Die meisten gehen dann schon ein bisschen länger, aber natürlich. Also das ist auch viel für viele eine Frage der Organisation. Also für viele hat sich gerade bewährt, die jetzt beruflich stark eingespannt sind oder auch Familie haben und so weiter, dass sich halt so feste Zeiten
sich zu blocken. Und ich persönlich bin zum Beispiel gar kein Morgensportler. Ist nicht meins. Ich bin zwar ein Frühaufsteher, aber ich bin kein Morgensportler. Aber für viele hat sich das bewährt, weil das so die Zeit am Tag ist, die man am besten einplanen kann. Das sind noch keine Termine, wenn man dementsprechend vielleicht ein bisschen eher aufsteht. Und das ist da, wo man noch am ehesten die Kontrolle hat. Gerade wenn man so in Richtung Führungskräfte geht. Ich kenne das sehr wohl, wenn der Terminkalender voll ist oder wie es mir letzte Woche passiert ist, ein Meeting, was für 2 Stunden angesetzt ist, am Ende dann 9 gedauert hat. passiert zum Glück nicht oft, aber kann schon mal vorkommen. Und dann ist natürlich irgendwie so eine Tagesplanung nicht möglich. Aber mit einem festen Tag, also festen Moment, zum Beispiel am Morgen, das ist so eine Empfehlung. Wie ist es denn, wenn ich jetzt anfange zu laufen und ich bekomme Knieprobleme oder Hüftprobleme oder Fußprobleme, irgendwas in die Richtung? Das passiert ja sehr häufig. Hast du da eine Empfehlung, was ich machen kann, wenn ich die bekomme und wie ich die auch vermeide, damit ich sie gar nicht erst kriege? Also vermeiden kannst du sie, indem du dich zum Beispiel an Kerstin wendest, an dich. Weil gerade Laufanfänger, die wirklich ganz, 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 ganz am Anfang stehen, ohne ergänzendes Stabi-Training, was ziemlich bald eingeführt werden muss, wird es nicht. Und da sind dann Knieprobleme, ich sag mal, wirklich Tür und Tor geöffnet. Und die meisten Knieprobleme kommen eigentlich gar nicht aus dem Knie, sondern die kommen eher aus der Körpermitte, die einfach viel zu wenig Stabilisationsmuskulatur hat und Haltemuskulatur. Und das tut sich dann halt wirklich in den kompletten Körper rein und es geht halt in Richtung Knie. Also das heißt ergänzendes Training, Krafttraining, es muss keine großen Gewichte sein, eigenes Körpergewicht reicht. Dort Übungen so früh wie möglich einzubauen. Und was Stabilisierung angeht, ich habe da so einen kleinen Trick, weil ich muss gestehen, ich bin da auch nicht gerade der Fleißigste. Und diesbezüglich, aber was ich tatsächlich mache, ich putze mir jeden Morgen auf dem Balanceboard Zähne und abends natürlich dementsprechend auch. Das heißt, jedes Mal Zähne putzen auf dem Balanceboard, ein paar Übungen machen. Ich meine, wenn man dann zum ersten Mal draufsteht, vielleicht mit beiden Füßen, wird es schon ziemlich wackelig. Ich kann da mittlerweile einbeinig halt Übungen drauf machen. Das ist halt wie bei allen Dingen eine Frage der Übung. Aber das ist sowas, Zähne putzt man sowieso. Warum nicht damit verbinden? Und so kann man das perfekt mit kleinen, kleinen Übungen das in den Alltag einbauen. Super. Ich denke, du hast gerade schon das Stichwort geliefert. Einfach in den Alltag mit einbauen. Genau. Also ich denke, die meisten Leute, wenn die sich vornehmen, mehr Sport zu machen, die haben so im Hinterkopf, ich muss da eine Stunde oder zwei an Zeit investieren, 7 Tage die Woche. Und das ist ja gar nicht so. Also so wie du gesagt hast, ich meine, Zähne putzen tut man 2-mal am Tag für mehrere Minuten. Im Normalfall, wenn man da eine kleine Übung macht oder 2, dann hast du schon ein paar Minuten Training. Genau. Oder sich halt, das Wichtige ist, das sich auch zur Routine zu machen. Ich meine, eine andere Möglichkeit, ich habe jetzt vorhin schon das Beispiel, morgens Sport zu machen. Aber der Morgensport, der kann auch aussehen, dass man halt 5 Minuten Übungen macht, direkt wenn man aufgestanden ist. Und dann muss man gar nicht großartig jetzt sich erst umziehen, irgendwo hinfahren und dann eben eine Stunde oder so Krafttraining machen. Also das streckt ja auch viele ab. Gerade die Leute, die eine hohe Affinität zum Laufen haben und den irgendwie diesen Ausdauersport mögen und sagen wollen, sie wollen raus in die Natur. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin kein Freund von Fitnessstudios, aber ich mache die Übungen dann halt zu Hause. Also das ist oder draußen. Kann man nämlich auch während des Laufes einbauen. Auch das funktioniert. Ja, also ich denke auch, man kann im Freien auch total viel machen. Und gerade als Anfänger, wenn man diese Walking-Pausen zwischendurch immer hat, kann man auch sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht eine kürzere Walking-Pause, aber dafür an jedem Bordstein mache ich irgendwie eine Wadenübung. Oder an der Bank, die mir über den Weg läuft, mache ich zum Beispiel ein paar Dips oder ein paar Liegestütze oder irgendwas. Genau, oder sei es auch nur auf der Bank aufstützen und Planks oder solche Geschichten, also so die einfache Variante davon. Genau. Aber gerade diese Wadenübungen, was du angesprochen hast, die bietet sich an. Das ist sowas, was man eigentlich auch wunderbar in den normalen Alltag einbauen kann, weil man empfiehlt ja eh, die Treppe zu nehmen und nicht den Aufzug. Und da kann man dann auch mal am letzten Absatz vielleicht mal ein paar Übungen machen. Genau,
Wie sinnvoll findest du es, dass ich mir eine Laufgruppe suche? Also du hast vorhin schon angesprochen, dass man sich mit anderen vernetzen sollte, aber ist eine richtige Laufgruppe was für einen Anfang oder hältst du davon erstmal nichts? Also ich sag mal so, für den absoluten Einstieg, da bin ich sehr zwiegespalten. Natürlich ist es, fördert das die Motivation und man hat gemeinsam einen Termin. Aber tatsächlich ist es so, die Geschwindigkeitsunterschiede sind so immens, dass tendenziell Laufanfänger sich eher überanstrengen, wenn sie in der Laufgruppe mitlaufen, oder sie strengen sich zu wenig an, wobei Ersteres eigentlich viel öfters vorkommt. Insofern, also meine Empfehlung ist, bis man nicht mindestens 5 Kilometer am Stück laufen kann, sollte man alleine für sich trainieren, vielleicht noch mit einer bekannten Person, die ungefähr im gleichen Level ist. Das funktioniert wunderbar. Wenn man dann mal 5 Kilometer am Stück läuft und diese Gemeinschaft in der Laufgruppe haben will, ja, dann gerne. Also das ist natürlich für viele ein richtiger Motivationsfaktor. Man hat dann auch einen festen Termin. Das ist halt eine Persönlichkeitsgeschichte. Also ich zum Beispiel, ich liebe es, in den Gruppen Sport zu machen, aber dann eher sowas wie Radfahren. Beim Laufen bin ich gerne für mich, weil es halt auch so meine Zeit ist, wo ich halt auch wirklich meine Gedanken mal kreisen lassen kann. Aber das ist halt total individuell. Ich kann sehr wohl verstehen, wenn jemand in einer Laufgruppe sehr viel Spaß hat und auch Motivation. Aber wie gesagt, macht erstmal den Einstieg für euch, lauft die ersten Kilometer und dann sucht euch vielleicht eine Laufgruppe. Thema Intensität. Wie intensiv sollte man denn trainieren und wie sollte ich das kontrollieren? Also da gibt es ja die diversen Empfehlungen auch, also angefangen von Pulsmessern über den Talk-Test, also dass ich mich noch mit jemandem unterhalten kann, oder verschiedene Skalen, wo man dann sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 solltest du bei 5 oder 6 trainieren oder was auch immer. Was ist deine Empfehlung dazu? Also wenn man dann, das ist auch so eine Geschichte, als totaler Laufanfänger, die Pulsmessung, die würde ich zu Hause lassen. Weil tendenziell ist erstens, die wenigsten Laufanfänger wissen überhaupt, was ihr Maximalpuls ist und können dann überhaupt bestimmen, in welchen Pulsbereichen man laufen sollte. Selbst wenn man das hat, die wenigsten Laufanfänger schaffen es, in diesen Bereichen zu laufen, sondern der Puls, der schnellt sowieso am Anfang zu hoch. Das heißt, Pulsmessung empfehle ich nicht. Was Intensität angeht, so langsam wie möglich. Also das ist tatsächlich so. Ich habe 2-3 Mal bei meinen Laufanfängern dann den Kommentar bekommen, ich laufe langsamer, als dass ich walke. Und ich sage, ja, das macht nichts. Man kann tatsächlich langsamer laufen als gehen. Der Unterschied ist nur zwischen Laufen und Gehen ist ja, beim Gehen ist immer ein Fuß fest auf dem Boden. Und beim Laufen gibt es halt eine kurze Flugphase und die kann noch so kurz sein. Und so langsam wie möglich ist eigentlich so ein guter Gradmesser, aber ich weiß, dass vielen schwer fällt. Und je weniger man angestrengt ist und je mehr Kondition man bekommt, umso langsamer kann man auch laufen und so baut man halt die Kondition auch immer mehr auf. Also immer am oberen Pulslimit und mit absoluter Anstrengung zu laufen, macht gar keinen Sinn, speziell zum Anfang. Später, wenn man dann einmal den Einstieg geschafft hat und dann vielleicht schneller werden will, dann muss man natürlich irgendwann auch schneller laufen. Aber die Grundlage ist immer die langsamen Läufe. Das ist übrigens was ich bis in den Marathon und bis zu den Hochleistungssportlern weitergibt. Also es ist überall das Gleiche. Ja. Ja, ich pflichte dir mit dem Pulsmesser vollkommen bei. Ich bin auch kein Freund davon. Noch aus anderen Gründen, weil es gibt ja auch Menschen, die Medikamente nehmen und Medikamente tun genau, den Puls dann beeinflussen und oft hast du das gar nicht auf dem Schirm, dass du dadurch eben einen niedrigen Puls hast und du versuchst dich mehr anzustrengen und machst damit mehr in deinem Körper kaputt, als dass du ihm Gutes tust. Ja. Wobei, also wie gesagt, so die klassischen, ich meine, das ist sowieso so ein Thema, was du gerade angesprochen hast mit Medikamenten und Untersuchungen. Also wenn man in medizinischer Behandlung ist, dann sollte man auch seinen Arzt vorher fragen, ob das eigentlich Sinn macht mit dem Laufen. Ich sag mal, man muss nicht unbedingt zwangsweise vorher immer zur Untersuchung gehen, aber wenn man in Behandlung ist und sowieso Medikamente nimmt, dann sollte man das auf jeden Fall auch besprechen. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute eben tendenziell eher den Puls zu hoch haben und dann krampfhaft irgendwie versuchen, den runterzubringen und sie wissen aber gar nicht, was hoch und was niedrig ist.
Für den einen ist das, sind 150 Schläge in der Minute hoch, für den anderen ist es ganz wenig und das ist total individuell. Ja. Du hattest vorhin schon angesprochen, einige der typischen Fehler, die Laufanfänger machen. Du hattest gesagt, die sind so warm angezogen oder laufen zu schnell los. Was gibt es sonst noch für Fehler, die ich so am Anfang meiner Laufkarriere machen könnte, wo ich ein bisschen aufpassen sollte? Na, es gibt eine Sache, die mir die oft so auch in der Werbung versprochen wird. Und da gibt es ja immer so, also Garmin hat zum Beispiel das Motto Beat Yesterday. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil viele versuchen dann einfach in jedem Lauf schneller zu sein als eben gestern. Und das ist Quatsch. Man kann nicht in jedem Lauf schneller werden. Und was noch schlimmer ist, ist eigentlich, sich dauernd mit anderen zu vergleichen. Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Laufgruppen, die ich habe. Die Anfänger vergleichen sich am Anfang ganz stark untereinander. Und ja, es gibt halt Leute, die schaffen am Anfang schon in 7 Minuten oder 6 Minuten pro Kilometer, selbst von Beginn an. Und andere dümpeln bei 10 Minuten herum. Das ist völlig egal, beide laufen und es geht nur darum, überhaupt ins Laufen zu kommen. Und das ist sowas, da sollte man sich wirklich maximal mit sich selbst vergleichen, aber eben nicht jeden Tag. So etwas, was ich dazu sage. Ich denke auch, sich vergleichen mit anderen ist immer schlecht, egal bei was. Es ist genauso, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Genau. Du vergleichst dich immer mit Leuten, die mehr von diesen Gewichtsplatten auflegen, obwohl die vielleicht eine ganz andere Muskulatur haben oder in ihrer Jugend viel mehr gemacht haben, als einen anderen Background haben. Das heißt, du solltest eigentlich immer bei dir sein und gucken, wie kann ich mich steigern? Was kann ich besser machen bei mir? Genau. Ich kann das aber natürlich nachvollziehen, weil ich meine, viele Menschen sind so gepolt, dass sie sich eben mit anderen Menschen vergleichen. Das ist ja auch grundsätzlich jetzt nicht so verkehrt. Aber bei dem Sachen und speziell beim Sport und ganz am Beginn ist es einfach kontraproduktiv. Und was drunter leitet, ist die eigene Motivation. Und das ist ja genau die man eigentlich hochhalten möchte. Genau, ja. Wir hatten vorhin schon gesagt, du hast einen ganz tollen Blog. Der nennt sich der Ausdauerblog. Also ist eigentlich super leicht zu merken. Was findet man auf dem Blog, wenn sich jetzt jemand dort mal ein bisschen umschauen möchte? Über was genau schreibst du? Also Ausdauerblog, der Name sagt schon, es geht um Ausdauersport. Tatsächlich ist es so, das Motto des Blogs ist endlich mehr Sport. Das heißt, ich möchte, eigentlich schreibe ich den Blog ein bisschen an mein früheres Ich. Genauso wie ich war der Couch-Potato, der dann so langsam wieder sportlich wurde oder überhaupt sportlich wurde. Und genau diese Personen möchte ich abholen. Also ich möchte wirklich an Leute, die jetzt sagen, ich bin ein bisschen träge gekommen, ich bin ein bisschen eingerostet, ich möchte wieder mehr Sport machen. Und genau für die Leute ist der Blog ideal, deckt ein ziemlich breites Spektrum ab, hat aber schon einen sehr großen Laufschwerpunkt. Nicht das Einzige, weil es gibt ja noch viele andere tolle Sportarten. Aber Laufen ist für viele so die Basis und das bietet der Blog. Und dort wird regelmäßig ziemlich lange und ausführliche Artikel und auch viele Gastartikel sind drauf. Sehr gut. Wo bist du noch zu finden im Internet? Auf welchen Kanälen? Endlich mehr Sport habe ich schon genannt. Das ist das Motto des Blogs und es gibt eine Facebook-Gruppe. Da sind mittlerweile über 5000 Leute drin, die wirklich dort sich gegenseitig unterstützen. Und das ist eine so geniale Community geworden. Das ist für mich auch, ist das so, das Herz des Ausdauerblogs schlägt dort drin. Das heißt, es ist ja oft so, im Internet findet man hier und da mal auch abschätzige Kommentare und solche Geschichten. Das gibt es in dieser Gruppe überhaupt nicht. Es wird dort, egal ob jemand der totale Anfänger ist und die ersten Laufschritte macht oder Marathon läuft, es werden alle Leute gleich behandelt und wirklich alle gleich motiviert. Und das ist eine super Gemeinschaft und dort bin ich sehr gerne. Wir haben uns auch schon ein paar Mal außerhalb des Internets getroffen. Es gibt dann immer wieder so kleine Treffen. Und das ist eigentlich so mein Zuhause oder eigentlich auch das Herz des Blogs, wie ich so schön sage. Sehr gut. Und eingeben einfach unter im Facebook endlich mehr Sport suchen und dann landet man eigentlich ziemlich schnell dort. Cool. Du hast den Blog jetzt seit über 4 Jahren, habe ich gelesen. Was sind so deine Pläne damit? Hast du vor, den noch größer zu machen oder was ist so deine Vision dafür? Es ist ja tatsächlich eine super spannende Geschichte, weil gegründet habe ich ihn wirklich aus der Motivation heraus,
so wie sich mein Leben aufgrund des Sports wirklich verändert hat, und zwar nicht nur im Sport, sondern auch außerhalb. Also ich bin jetzt beruflich viel erfolgreicher als damals. Ich bin viel organisierter in meinem Leben. Es hat sich so viel verändert, und meine Motivation war, das den Leuten ein bisschen zurückzugeben und dort einen Blog zu gründen. Ich hatte keinerlei Ambitionen damit. Und das Projekt ist immer mehr gewachsen und hat jetzt eine Größe erreicht, wo ich sagen kann, das ist schon ein kleines Business geworden. Und ja, an der Stelle möchte ich mal ansetzen. Und ich habe eine Vision mittlerweile gegründet, und ich sage, ich möchte 50.000 Leute, und das ist echt viel, zu Läufern machen. Das wäre so meine große Vision. Eine Riesengruppe, ein Fußballstadion voll an Leuten, die sagen, wir sind jetzt Läufer. Das ist so die Vision, die mir vorschwebt, und darauf arbeite ich hin. Und ja, deswegen, Wachstum ist toll. Aber ich freue mich halt wirklich für jeden Einzelnen, der dort zum Läufer geworden ist. Ja, dann hoffe ich, dass wir heute mit unserem Gespräch auch den einen oder anderen zu deinen 50.000 dazu konnten. Vielleicht hast du noch einen letzten Tipp an jemanden, der uns jetzt zuhört oder zuschaut und sagt, ich möchte jetzt gerne anfangen zu laufen, ich möchte jetzt in die Gänge kommen. Ein letzter Tipp, wie man es schafft, loszulegen. Das kann ich in einem Wort zusammenfassen: tun. Einfach machen. Tatsächlich nicht so viel, weil es hat einen Hintergrund. Viele, viele lesen immer jede Menge Sachen, kommen dann halt mit Atmung, kommen mit Lauftechnik und. Das sind alles wichtige Punkte, mit denen man sich irgendwann mal beschäftigen kann. Aber am Anfang, beginne einfach, geh raus, laufe deine ersten Minuten, gehe und laufe im Wechsel, und dann komme einfach ins Laufen, und später kommt dann alles andere. Einfach machen. Ist einfach überall machen. Start before you're ready, also start, bevor du wirklich alles weißt, was man so wissen kann. Genau. Super. Perfekt. Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Thorsten, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Zeit und deine Tipps mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Gerne. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal irgendwo auf einer Laufstrecke wieder. Ja, gerne doch. Also ich sage auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, und ja, dann einen schönen Tag.